Glück gehabt. Als der erste Regen fiel, war der Eröffnungsabend am Freitag gerade am Ausklingen. Auch ein zweiter kurzer Regenschauer am Samstagabend konnte das Frühlingsfest des Kulturzentrums Schlachthof nicht beeinträchtigen, sodass sich den ganzen Tag über längere Schlangen an den Kassen und Gastronomieständen bildeten. Die boten wie immer Kulinarisches aus Afrika, Arabien, Asien und Europa. Das multikulturelle Fest in der Nordstadt ist auch das Begrüßungsfest für Kassels Neubürger. Jeder, der im Laufe des Jahres neu nach Kassel zieht, erhält bei der Anmeldung im Einwohnermeldeamt eine Einladung und eine Eintrittskarte zum Frühlingsfest. Für die neu- und die alteingesessenen Menschen in Kassel gab es ein buntes Kultur- und Musikprogramm mit vielen lokalen Talenten, die auf ein offenes, interessiertes Publikum trafen. Der Samstagnachmittag stand dabei ganz im Zeichen der Kinder. Abends rockten dann die Erwachsenen bis zur Aftershow-Party um Mitternacht.